Herr Ole? Uhrenvergleich? Nein, Erwin, Uhrenvergleich kommt danach. Erst die Parole. Parole am... Klare Werte, klarer Kurs. Wie oft muss ich das noch sagen? Ist schon klar, Chef. Aber jetzt Uhrenvergleich. Ach, lass den Schmarrn. Chef, was sucht man mit mir überhaupt? Weiß ich auch erst, wenn ich's gefunden habe. Angelas Heiderwey. Da muss was sein. Ach, Chef, da haben wir gleich drin. Es kann nur die Wahrheit herauskommen, wenn ich wo suche. Und jetzt hat sowieso wieder Oberwasser die Merkel. Nach ihrem zufälligen beinahe Wahlerfolg in Nordfriesland mit ihrem dicken, peinlichen Verlobten. Da ist sowieso bloß die bayerische Erfolgswelle in den Norden hinaufgeschwappt. Chef, was ist denn das da? Tu das weg, das ist Mist. Gesundheitskompromiss. Mist, das ist für die Schublade gedacht. Lachen Sie uns bloß wieder aus, die Wirtschaftsfürsten, wenn wir das wieder herausholen. Oh, das hat uns einen ganzen Seehofer gekostet. Ach, uns doch nicht. Er war sowieso viel zu eigenständig, dieser Witwen- und Waisenkassierer. Bloß wegen dieser naturwissenschaftlichen Protestantin. Ja, und geschieden ist sie auch? Nein, ist nimmer, weil sie heute wieder geheiratet. Das heißt doch nichts im christlichen Wertefundament, Erwin. Geschieden ist sie trotzdem. Ach. Hey, welch erlauchtes Gelicht da. Schickt sich an, mein Etablissement zu bevölkern, ha? Grüß Gott, grüß Gott. Frau Merkel. Also, mein lieber Sherlock, Sie sehen ja mal wieder so gesund aus. Ja, ja, vom Teng her hat er einen Gurten. Ist ja eine richtig satte Bräulerfarbe. Was hab ich? Na, Chef, das weiß man doch, dass Sie gut Farbe annehmen. Farbe. Frau Merkel, ich wollte Sie zur... Geschlossenheit. Richtig, Geschlossenheit. Aber ich wollte gerade aufsperren. Außerdem, Chef, haben wir in Bayern die Sperrstunde abgeschafft, Chef. Nein, Erwin, sie soll sich Geschlossenheit um Geschlossenheit bemühen. Nur zur Putzstunde zwischen 5 und 6. Da muss zusperren. Erwin. Also gut, Geschlossenheit. Ich bin ja immer noch so stolz auf unser gemeinsames Gesundheitswunder. Manchmal hole ich's aus der Schublade und freue mich dran. Das hab ich hier gerade zufällig. Tust du den weg, den Mist? Frau Merkel. Wissen Sie noch unsere gemeinsame Nacht, als wir letzte Hand angelegt haben beim Kompromiss? Ein Kompromiss ist ja durchaus ein Wert an sich. Was schenken Sie da eigentlich Verdächtiges aus in Ihrer Spelunke? Das ist Rüttgers Blub. Wir haben nämlich gerade rheinische Wochen. Das war die Loserwasser. Chef, das trinken Sie bloß nicht. Das sind K.O.-Tropfen. Ach, das bisschen Blub, der muss weg. Freilich muss er weg. Das ist er eh gleich im Mai. Haben Sie Hunger? Bei mir kriegen Sie was Herzhaftes. Treu deutsche Kost. Uckermärker Saubacke. Frisch ausgemerzt und abgemeiert. Mit düpiertem Schäuble und gedämpftem Wulf. Ja, Sie haben ja schon einige unter die Erde gekocht, gell? Ja, Leichen pflastern meinen Herd. Kombiniere. Schwer verdaulich. Ja, mir schmeckt, was mich nach vorne bringt. Mich und das Land. Ich liebe es. Stichwort Liebe. Die Liebe zu Deutschland ist es auch, die mich täglich umtreibt. Wobei es ja immer ein wenig seltsam klingt, wenn ein Bayer von Liebe zu Deutschland spricht. Was für Unverschämtheiten muss ich mir von dir bitten lassen, Erwin? Frau Merkel, Sie sollten Abstand nehmen von allzu einsamen Entscheidungen. Da sind Sie ja mein großes Vorbild. Guter Witz. Mei, hab ich gelacht. An Teamfähigkeit sollten Sie zulegen. Und sehen Sie nicht gleich Feindschaft, bloß weil nie einer über eine reinbürgen. Das ist halt unser Folkloretum. Die beiden Schwestern der Union müssen in einer gebührenden Solidarität. Chef!
Da wird gerade einer... Ja, Erwin. Also so Meuchlings da lass oben. Lass das, ich muss mich jetzt ums große Ganze kümmern. Und das wäre? Das Verbrechen verfolgen einerseits, aber auch im Vorfeld vereiteln. Geld leihen und damit den Haushalt auszugleichen. Jawohl. Erwin, was faselst du da? Nix, Chef. Klare Werte, klarer Kurs, gell? Also Alarmeinsatz, Chef, Uhrenvergleich. Ach, Erwin. Da ziehen Sie von dannen, die edlen Kämpfer für Gesetz und Selbstgerechtigkeit. Alle glauben, Merkel wird's vermasseln, weil schon bald die Quote wieder sinkt. Müller, Wolf und Koch, ich lass sie quasseln, aber letzten Endes werden sie gelenkt. Sie haben keine Ahnung und schauen mir träge zu. Doch ich bin die Rache des Ostens, ich vernicht die CDU. Wir haben uns wie Sieger übernommen. Kohl war dran, den hab ich schon bestraft. Ha! Aber auch den Schäuble, Merz und Meier. Hab so manchen schwarzen Leuchtturm abgeschafft. Ich radier noch einen Süßen, ich weiß zwar noch nicht wie, doch das Wolfratshauser Frühstück, Edi, das vergess ich nie. Stahl ist nicht so hart wie Angela, Stahl ist nicht so hart wie Angela. Ja, sie wollen mich sinken sehen, ahnen nicht, dass sie mit mir gehen. Stoiber und Müller und Wolf und Koch, ich versenke sie alle noch und dann kommen sie nie mehr. Stahl ist nicht so hart wie Angela. Alles fiese lass ich sie büßen. Alles fiese mit schönen Grüßen. Oh, es ist gut, dass noch niemand weiß. Ach, wie gut, dass noch niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Ja, 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 ja. Stahl ist nicht so hart wie Angela. So was Ausgelebtes habe ich ja noch nie gesehen. Corpus, Corpus, wie stellst du dir das vor? Na, Eichel, haben wir schon Erkenntnisse? Wir ist gut. Na, wie geht's unserem Body? Böse Sache, was? Da kann man doch sicher noch was verwerten, oder? Nix. Tot ist die Hose. Ja, solange es nur die ist, haben wir doch kein Problem. Ich schlachte Organe aus, die gar nicht mehr da sind. Ausschlachten? Was für ein hässliches Wort. Aber egal, was passiert, Exitus wird nicht konstatiert. Ist das klar? Du musst hier mal was Positives verstanden. Ja, wie denn? Die Einnahmen sinken. Die Leute fahren weniger Auto. Dann besteuerst du eben den Abrieb von Fahrrädern. Und die Gemeinden bescheißen. Da musst du eben zurückbescheißen. Und die Raucher sind auf Schmuggelware umgestiegen. Schmuggel kann man doch verzollen. Stell die Donny noch dämlicher, als sich eh schon jeder hält. Was soll ich denn tun? Soll ich sagen, steh auf und wandel? Nur halt mal durch, ja? Ist doch eine schöne Sache. Und für was anderes bist du echt nicht zu gebrauchen. Man könnte doch versuchen, die Kohlesubvention mit der Eigenheimzulage zu koppeln und dann an der Börse zu platzieren. Von mir aus. Und guck mal, was noch geht. Wie oft denn noch? Ich meine, ist klar. Die Finanzen hätte man sanieren müssen,
bevor ich an die Macht kam. Danach war es natürlich zu spät, aber... Aber muss er ja nicht wissen. Ich zahle für alle, ich hab's ja locker auf der Kralle, aber schon extrem. Pauschale, totale und sicher nicht zum letzten Male, ist doch angenehm. Ich lasse mich bei Pumpen nicht mehr länger lumpen, nimm noch den Riesenschluck auf den geliehenen Humpen. Finale, Skandale, am Ende zahlen wahrscheinlich alle, ist nicht mein Problem. Hören wir auf, Ausverkauf, hauen wir raus, was nur Miese erbringt, was nur riesige Kohle verschlingt, dass mal Pinke in der Kasse erklingt. Moneten, was geht denn? Die Bundeswehr bringt fette Köte, China ist interessiert. Ich nehm glatt den Reichstag, da macht man draußen Hallenschwimmbad, was ja keinen stört. Ich denk, die Möglichkeiten sind noch mannigfaltig und aus dem Bundeskanzleramt, da wirken all die Moneten besitzen. Ja, wenn wir mehr verscherbelt hätten, wären wir längst saniert. Ja! Das, Mensch, ich bin doch keine Sumpfdotterblume. Oh, mein Gott. Herr Eichel, natürlich. Na, so hatte ich mir Undercover nicht vorgestellt. Eine Lichtgestalt wie ich, ich strebe hinauf. Ach Sie, sagen Sie, sind wir nicht vom selben Verein? Ja, wenn's in der Münchner SPD wären. Aber das sind sie nicht, weil die besteht ja nur aus mir. Sind Sie nicht dieser rot gefärbte Querschläger, der ständig dem Schröder in den Rücken ballert? Sind Sie am Ende ein Doppelagent? Ich und doppelt. Einzigartiger als mich gibt's ja gar nicht mehr. Oder? Agent Provocateur, das würde ich mir gefallen lassen, weil es so international klingt, wie ich mich fühle. Das wird sowieso der größte Sommer, den die Welt je erleben darf. Mein neues 60er-Stadion, meine persönliche Schrannenhalle, Udes Gartenschau und nicht etwa Bundes, das ist ein bösartiger Druckfehler. Noch so ein Selbstdarsteller. Was? Ich bewahre kritische Distanz, gerade zu mir selbst. Und genau darum wird es ja so ein schweres Los für einen Nachfolger. Naja, was heißt einen? Das müssten schon mehrere sein, die ich ja in der Münchner SPD durchaus nirgends erkennen kann. Naja, was soll's, regieren lasse ich mich hier eh nicht mehr. Und da bin ich nicht der Einzige. Von wegen Wunschnachfolger. Lass es raus, Klaus! Ha! Ich war jung, mein Herz so rein und weiß, doch die Macht hat ihren Preis. Der Alte fragte mich, willst du mein Nachfolger werden? Ja, da wurde ich sofort heiß. Er sagte, gut, mein Sohn, du kriegst den Job, doch du machst nur, was ich will. Ich dachte, lass doch den alten Zausel reden, Hauptsache ich bin am Ziel. Seitdem verfolgt er mich, wohin ich gehe, und quatscht mir dauernd rein. Wenn ich den alten OB nur von Weitem sehe, werd ich schon kalt wie Stein. Nein, nein, ich dreh mich nicht um. Da schleicht der Kronawichtel rum. Wenn der mich anredet, dann werd ich ganz stumm, denn sein Geschwätz bringt mich um. Ist okay, Herr OB? Ach! Ha!
Der Werner Luki und der Henkel Max, dieses ganze alte Pack. Die kratzen hier und kratzen da an einem schönen roten Lack. Ich bin doch kein Hans Dampf, sondern bald Städtepräsident. Nur diesen blöden Hochhauskampf hab ich total verpennt. Ich dreh mich nicht um, na na na. Da steht der grauner Wichtel rum, ah, ah, ah. Hat mich besiegt, als wär ich klein und dumm. Und dieser Frost bringt mich um. Tut was weh, Herr OB? Ich geh. Hesi! Oh Gott, der Westerwelle, lasst mich rein! Können Sie schweigen? Wie ein Buch! Und davon habe ich bereits mehrere geschrieben. Dann sind Sie der Richtige. Ja, sowieso. Warum haben Sie Informationen? Nur, wenn Sie sie weitersagen. Ja, aber natürlich. Hören Sie zu, ich bin nicht der schwächste Vorsitzende, den die FDP je hatte. Hä? Und ich bin keine Schlafmützenpartei. Und was sind Sie denn dann? Ich habe auch andere Merkmale. Ach was? Ich bin sehr staatsmännisch und wir haben keine Krise. Echt? Mhm. Und warum? Ja, warum? Sie stellen intelligente Fragen. Warum? Weil ich keine Krise habe. Toll! Und was soll ich damit? Das ist eine sehr wertvolle Information. Geben Sie gut darauf Acht. Oh Gott, das ist... Hey, Sie! Jetzt ist die Hohlmeier auch noch. Ich muss weg. Sie haben bestimmt falsch geparkt. Was? Ich bin mit dem Radl da. Faule Ausreden. Los! Führerschein, Impfpass, Armutszeugnis. Ich lasse Sie jetzt abschleppen. Diese christlich-soziale Verkehrskontrolleuse gehört doch schon längst aus demselben gezogen. Gegen jeden von euch habe ich was. Haben Sie eine Frau? Ja, freilich. Wieso? Dann hat sie eine Wahl gefälscht. Wenn man es doch nur einmal erleben würde, dass sich die Intelligenz direkt vom Vater auf die Kinder vererbt. Das reicht mir endgültig. Wenn Sie hier glauben, durch persönliche Beleidigungen oder Diffamierungen oder Verleumdungen... Was ist mit Verunglimpfungen? Genau, mich beeindrucken zu können, dann kann ich dazu nur dezidiert sagen, ich kämpfe für Bayern. Auch wenn Bayern das gar nicht mehr will. Spielt keine Rolle. Ja, wo kämen wir denn dahin, wenn sich das jeder aussuchen könnte? Stehen bleiben! Schur! Niemand verlässt den Raum! Aber Chef, wir haben doch im Freien. Das ist es niemals, wenn ich wo bin. Los, Erwin, schreib auf. Aktennotiz. Dieses Land muss in die Reformen hineingeprügelt werden. Wenn ich bloß wüsste, wem ich diese schwierige Aufgabe anvertraue. Ja, wer könnte das sein, gell? Das fragst du mich im Ernst, Erwin? Nein, Chef, ich hab bloß so dahin gekriegt. Man muss nur das Beste wollen für das Land. Genau, Chef. Und was ist das? Ja, schau doch hin. Und wo? Zu mir her. Ah, ja, freilich, Chef, ich hab mir's eh schon gedacht. Mein Gott, Erwin. Manchmal glaube ich, ich müsste dich gleich durch den Söder ersetzen. Oh, der ist aber auch nicht sehr beliebt in der Partei. Mir ist er nicht unsympathisch und das genügt. Ich verstehe ihn immer so schlecht. Wieso denn? Der sagt doch das Gleiche wie ich. Ja, schon, aber der schnarrt immer so. Sei still jetzt, Erwin. Ist ein guter Mann. Hat viel gelernt. Er ist schon so weit vorgedrungen zum Kern der Wahrheit, halt, dass seine Gattin auch Karin heißt. Oh. Oh. Der Söder! Super Instinkt. Der lässt heute schon Sätze auf Plakate drucken, die Stolperfans dann morgen ganz spontan aus sich herausjubeln. Der Söder!
Hand. Die ist brillant. Ich sag mal Slow Motion. Schröder Gerd, ich hab jetzt genug gemacht. Hört, was ich sag. Hab schon manche Blondine betört. Vor meinem Charme, da macht keine mehr Gerd. Nur verheiratet sein, och nee, das muss nicht. Ist auf Dauer nicht so lustig. Och, lass mal. Schröder Gerd will auch noch ein bisschen Spaß. Nun gebt mal Gas, nun mach doch mal was. Gebt mal Gas. Ne? Als Schröder Gerd 007 müsstest du auch ein Bond-Girl haben, oder? Gerd! Und wer Gerd. Kommt? Die Claudia? Och nee! Gerd! Ich habe jetzt mit ganz, ganz viel Mitempfinden erlebt, was passiert ist. Und wie man den Joschka in die ukrainische Ecke drängt. Und der hat das nur gut gemeint. Und das macht mich wütend und empört. Und ein Stück weit traurig. Weil es auch die Frage der Menschenrechte... Stopp. Menschenrechte mache ich mit dem Putin, das genügt. Ja. Der will doch meine Tschetschenien-Vorschläge umsetzen, finde ich klasse. Ja, und was passiert jetzt? Ja, nix. Müsste ich doch erstmal welche haben. Ja. Das ist doch gar kein Thema. Da muss man... Stopp. Ich habe mit dem Putin eine Tiefe erreicht. Sowas war ja noch nie da. Und der Mann ist immerhin Russe. Der ist noch kleiner als ich. Dem kann ich bequem die Hand auf die Schulter legen, ohne dass mir der Arm abstirbt. Gerd, hey? Ich kann die vielen, vielen deutschen Rüstungsexporte nur ganz schwer nachvollziehen. Musste ja nicht. Ja. Wieso? Ja, solange du nicht im Weg stehst. Wenn Militär, dann lieber, finde ich, ein mildes. Eins, das den Menschen hilft. Mit Hubschraubern und so. Nicht so viele Raketen. Lieber mehr Schiffe. Weniger Panzer. Lieber mehr Pferde. Was für Pferde? Und Kleinwaffen sind ja auch Schusswaffen. Die können Menschen massiv schädigen. Ach nee. Ja, die dürfen wir nicht nach China exportieren. Gerade stopp, in Bezug... Stopp. Deutsche Waffen gehen überall hin, ohne Ansehen der Person. Oder willst du die Chinesen diskriminieren? Nein! Dann muss es wenigstens naturverträglich sein. Oder in pflanzlicher Verpackung. Ja, nicht, dass auch noch Tiere darunter leiden müssen. Ja. Von mir aus auch nachhaltig. Hauptsache, hau weg das Zeug. Und es muss mit der Frage der Menschenrechte... Stopp. Ich mache erstmal Verträge, über Menschenrechte können wir beim Kaffee plaudern. Aber Gerd, die Chinesen trinken Tee. Ja, siehst du, sagst es selber, geht ja gar nicht. Gerd, das verletzt zutiefst unsere Prinzipien. Höchstens, wenn wir von der Praxis her zwar einverstanden sind, aber theoretisch gefühlt dagegen. Kommt mir bekannt vor. Ja.
und macht mich schläfrig. Ja, ja, ich denke, so lässt sich das glaubwürdig darstellen. Mir ja. Egal, aber steh nicht im Weg. Aber Gerd, so kannst du mit mir nicht reden. Wieso, hörst du doch, dass ich kann? Ich bin empört und gerührt und verstört. Sie durchfühlt für mich jedes Gefühl. Mitleid und Trauer, Verständnis und Wut. Sie gibt alle zusammen Asyl. Was sie tut, das macht Mut und ist gut. Was die Claudia tut, das ist gut. Wer schenkt den Grünen die innere Gestalt? Und er schweigt uns auch Herz und Schluss zu. Wer schenkt euch Zuversicht, Hoffnung und Halt? Na ja, klar, wer das ist, das bist du. Ach, du, was sie tut, das macht Mut und ist gut. Ein gesund wie die Claudia Roth. Ist man der kleinere Partner von zweien, das ist gar nicht so schlecht, wie es scheint. Egal, was wir fordern und bitten und wollen, die anderen scheinen Gott sei Dank nein! Unsere Claudia weiß, wie es ist. Wie lang ist, wenn die Blau und die Kies. Unsere Claudia weiß, wie es ist. Dankeschön. Ja, dankeschön. Hey, Sie. Ich hab heißen Stoff. Brauchen Sie was? Was denn? Sticker. Was für Dinger? Sticker der FDP. Viel zu gefährlich. Oder vielleicht was mit Inhalten? Die FDP jetzt auch mit Inhalten. Es ist geheim. Bürgerrechte. Geiles Zeug. Und dann bestimmt noch was mit Steuern, oder? Wieso Steuern? Was wissen Sie davon? Die Steuern müssen gesenkt werden. Das ist von mir. Das ist ja, meine Erfindung. Das haben Sie gestohlen. Dieb, haltet den Dieb. Sie. Haben Sie jetzt gerade die FDP geklaut? Ja, ja, haben Sie nicht mehr ganz dicht oder wie oder was? Mei, so ist halt auch eine Aloe Vera Anti-Stress-Creme nehmen, gell? Ein jeder schätzt die Ausgeglichenheit. Warum nicht? Ist ja Bescheid. Müssen wir auch dem Haushalt eine geben? Haben wir kein Problem. Dies machen wir perfekt, da sparen wir verreckt. Das hat den Effekt. Wir fahren das schöne Bayernlandl mit voll Karacho an die Wandel. Staatsstraßen sind kaputt, in Schulen regnet's nein. Lasst er gar nicht mit sie handeln, gerät gleich außer Rand und Bandel, wenn man das Sparen kritisiert, drum lass ich sein. Wer nie saniert, hat nix kapiert, der heizt das Geld zum Fenster naus ganz unbeirrt. Schaffen mal locker aus dem Standl, dass unser Land gescheit versandelt. Da kommen nix mehr ändern dran, weil's grad passiert. Ich krieg dieses perverser Flatterer. Sie haben auf dem Gewissen. Ja, Blödsinn. Haben Sie schon mal eine Leiche gekillt? Moment, der zuckt ja noch. Ach, der hängt ja auch am Tropf. Und warum machen Sie noch eine Obduktion? Infusion, Obduktion, ist doch egal.
Alles zu Lasten der künftigen Generationen. So ein Quatsch. 2% mehr und wir sind wieder im Lot. Ungeheuerlich. Sie. Hallo. Die siehst doch noch gar nichts. Wir haben ja bereits Privatisierungserlös hinausgehaut, obwohl sie noch gar nicht in Sicht waren. Realiter. Ach, und wie? Das kann man nur einsteinisch begreifen. Einsteinisch? Ja, weil die Zeit krümmt sich ja im Raum. Was ja nichts anderes heißt, als dass dies, was noch gar nicht war, später einmal von hinten auf uns zurückkommt. Das ist ja Weltraumphysik. Ja, gleichzeitig haben wir uns damals Schulden erlaubt, aber dieses Erlaubnispaket sofort nach 2006 verschickt. Zack. Und da wartet's jetzt auf uns. Quasi einsteinisch. Na, auch wieder Realität. Ja, und wenn Sie es dann auspacken? Dann können wir mir Kredite aufnehmen, ohne dass wir Schulden machen. So kunstvoll wird in Bayern fiskalisiert. Aber so ein windiger Weißkittel wie Sie, der wo Postpensionen verfrühstückt. Wollen Sie was kaufen? Ich habe einen günstigen Binnenhafen. Okay, hören Sie auf, haben wir ja selber nach. Aber, wollen Sie E.ON-Aktien? Ach, und dann jammern, weil der Strom zu teuer ist, wie? Okay, mit der noch kommt man nie auf eine gemeinsame Wellenlänge. Ach, Kurpusher. Das kriegst du. Und wenn man denkt, es geht nichts mehr, dann kommt die Schöne Köpf daher. Er war früher nur Schröder gern und man wusste nicht, ob das noch was wird. Konnte nicht mehr in die Höhe wachsen, schlurfte rum in Niedersachsen. Ja. Doch ich hab mich seiner angenommen, ja, und das ist ihm gut bekommen. Ja. Seitdem steht er unter Strom, er ist vermählt mit der Kanzlergattin. Und das ist doch sehr schön für ihn, keine andere Nähe, die Doris hat ihn. Ich bin seine Königin, es geht ihm gut, so gut. Die Gesellschaft will ich gern verändern. Kreativität tut Not. Ich designe Hundeknochen, die werden im Feuilleton besprochen. Die Produkte sind zum allerbesten. Gerd und Holly müssen's testen. Holly ist der Hund der Kanzlergattin und immer so ungestüm. Ja, und Gerd ist der Mann von Hollys Frauchen. Holly ist jetzt auch berühmt. Und wie. Oh Mann, ich denke oft an Mosis arme Daisy. Denn hier bei mir, da wär sie keine arme Waise. Denn ich mach sie happy. Putin hat schon mal geholfen. Gern geh wieder mit ihm golfen. Was ohne Halsband durch die Gegend rennt, das wird von mir adoptiert. Kinder, Hunde oder Bundeskanzler. Oh, das ist doch so nett von mir, so nett. So nett von mir. Oh, so nett von mir. So nett. So nett. Oh, so nett von mir. Ich adoptiere euch alle hier. Oh, das ist so nett von mir. Das sind die Herren. Ich adoptiere euch alle hier. Ich die Doris, tja. Wenn die so weitermacht, ist die bald bekannter als ich. Gerd. Mensch. Wir brauchen ein Gestaltungsjahr. Nun mach mal nicht so einen hektischen Wind hier. Wir müssen reden. Über Bildung und etwas mehr über Öko. Mach, was du willst, aber steh nicht im Weg rum. Und dann möchten wir gerne... Was noch? Die Mehrwertsteuer auf Kerosin bei Auslandsflügen. Bist du bekloppt? Und die Mehrwertsteuer von Bahntickets halbieren. Nö. Och, vielleicht ein bisschen. Kommt nicht in Frage. Na gut. G-
Geh doch mal wieder nachts wandern mit Fackeln und mach eine Presseerklärung. Ist doch eine tolle Sache. Ja? Stimmt. Wäre das nix? Ja. Tolle Sache, ne? Toll. Gerd, dein Schuh klingelt. Ich glaube, es ist der linke. Ich höre nix. Doch? Ich geh trotzdem mal ran. Das ist ja bescheuert. Ich dachte, das ist der Tinnitus. Ja, hallo? Doris, bist du das? Ach. Wie gute Nachtgeschichte. Hör mal, Märchen kann ich nicht, muss ich jeden Tag. Ja, nee, nee, nee. Ich kann nur Rilke. Deutscher Dichter, ja sicher, kann ich auswendig. Aber das begreifen deine Kinder nicht. Gib mir mal den Hund. Holly? Holly, Holly. Hör mal, Gerd, es ist Zeit. Der Winter war famos. Leg mal eine Pause ein und geh ein bisschen wandeln. Im deutschen Lande ist zu wenig los. Man kann mit faulen Früchten Kanzler sein. Eichel und Clement sind zwar schon eine Plage und bleiben es auch, das ist doch keine Frage. Egal, mir können sie nicht gefährlich sein. Wer jetzt keinen Job hat, kriegt auch keinen mehr. Wer jetzt der Boss ist, wird es lange bleiben. Wird reisen, reden, auch Reformen treiben und wird allmählich, wie der Kohl es war, unabwählbar und einfach Kanzler bleiben. Kannst du denn Deutschland, wie sehr ich mich nach dir verzehre? Liebe mich jetzt, sieh nur, wie ich mich bessere, wachse und werde. Ich will noch sprießen, ich weiß, dass es nützt. Lass mich begießen, auch wenn es so spritzt, wenn es so spritzt. In Bayern lieben sie mich und ich kann es verstehen. Deutschland rette ich, nur mit mir wird es gehen. Feuchten, ach, frag mich, wieso, wieso, ich muss doch leuchten, sonst werd ich nicht tot. Kombiniere, der Täter war hier. Natürlich war er hier, Erwin. Das Böse ist überall. Fast so wie mir, Chef, gell? Los, jetzt tu den Computer heraus, gib ein. Spurensicherung. Ja. DNA-Test. DNA-Test. Spektralanalyse. Ja. Mein Gott, wenn man nicht alles selber macht. Ah, Chef, jetzt spuckt euch schon wieder aus, dass 1000 Lehrer fehlen. Das sind diese enormen Gefahren der Computerkriminalität. Mein persönlicher Freund Bill Gates, der hat ganz... Chef, jetzt gab ich Hammer im Kreis gelaufen. Diese Schleimspur kommt mir bekannt vor. Nein, was sind denn das für Typen? Schauen die abgeschossen aus, wie so ausrangierte Lämmergeier.
Hey! Seid ihr zufällig Förster? Oder Rentner, ha? Ah, jetzt weiß ich's. Ihr seid Kriminaler, oder? Ich gebe euch jetzt einmal einen wertvollen Tipp. Oh, bin ja direkt gespannt. Sehe, Sula? Ja? Klauen wie die Raben. Kannst nicht einmal mehr ein Dossier allein lassen, wenn's aufs Klo gehst. Was will denn die da, Erwin? Oder seid ihr am Ende selber welche, ha? Habt ihr das verbreitet? Ich hätte Amt und Partei verquickt, ha? Ich, Ja, was willst du denn da verquicken? Gehört doch eh zusammen, wie die Faust aufs Auge. Ich habe auch noch nie jemanden unter Druck gesetzt, weil das gar nicht mein Stil ist. Kapiert? Erwin! Ich hab den Deppen doch bloß gesagt, was ich alles hab. Und was von wem. Ja, was warst du denn, Unziantin? Erwin! Chef, ich komm schon. Wieso ist denn die immer noch da? Chef, Sie haben ja selber gesagt... Selber, man kann nicht immer alles selber machen. Oh. Sie! Wissen Sie überhaupt, wer das ist? Das ist für Ihr oberster Boss. So, so. Der Sherlock sind Sie, ha? Jetzt hören Sie mal her. Ich habe das sauber recherchiert. Sie haben ja selber einige Leichen im Keller. Du musst anscheinend unbedingt da dazugehören. Also, hab ich auch weiterhin dein Vertrauen oder hab ich's nicht? Ich, Onkel Edi? Die Monika ist jung und fähig, aus ihren Fehlern zu lernen. Hast du gerade unfähig, sag du? Na, und fähig, hat er gesagt. Und, also quasi plus. Also, was ist jetzt mit dem Vertrauen? Vertrauen, jawohl. Vertrauen ist mir wurscht. Mir geht's um den Job. Die halte ich mir als Sündenbock. Wenn noch mehr schief geht, man kann ja nie wissen. Oh. Da unterstellen sie einem riesige Sünden, da können sie nichts Belastendes finden. Das haben sie ja wirklich geschafft, ich als Spitzenkraft werd verwählt von der Unterwelt. Ja, dieser Ausschuss, der ist doch zum Schießen, welcher Depp hat den einsetzen müssen? Ja, und wir schauten aus, kommt doch eh nichts raus, dieser Blödsinn kostet nur Geld. Es wird nichts geschehen, ich bleibe bestehen. Wer glaubt, dass ich gehe, der Hornhau. Ich sag nicht adje, das wird schon verstehen. Ich bin ja nicht blöd, ich bin zu schlau. Monika Hohlmeier, ja, die ist nicht immer noch da. Und nicht jeder, die es cooler findet, wunderbar. Doch sind's in der Nähe, da tun's mir recht schön. Aber in meinem Dossier stehen sie ja eh. So, und jetzt gehen wir auf Pädagogenpirsch. Lehrkörper einsammeln. Wenn die Leute mehr Kinder kriegen würden, dann hätten wir mehr Eltern, die zum Unterrichten antreten könnten. Hey, Sie! Bleiben Sie stehen! Ich? Wieso? Geben Sie es zu! Sie sind doch Eltern! Oder ein Teil! Nein, nein! Reden Sie nicht drum! Wir nehmen die Sorgen der Eltern sehr ernst. Tun Sie dann aber auch wieder weg, weil das bloß belastet. Verstehst? Ich bin von der Sitte. So weit kommt's noch. Jetzt bleiben Sie stehen. Ich brauche Eltern zum Unterrichten. Sie wollen doch nur die armen Ausländer rausschmeißen und hierarchisch die Kulturen patriotismusisieren. Mussi, hä? Was reden Sie denn da für eine Schmarrn? Schmarrn? Ich kann bei sogar Grüß Gott sagen, denn ich stamme aus Bayern. Ja, verreck. Sind wir ein tolerantes Land. Sie legen jetzt einen heiligen Eid auf unseren Edi ab. Dann kann ich sogar Sie als Lehrkörper vergattern. Oh, da kommt so etwas Kaltes auf mich zu, wenn ich Sie höre. Und das hat ja ganz, ganz viel mit Wahrnehmung zu tun.
Da würde ich mich am liebsten ganz, ganz fest mit Brokat umwickeln. Brokat? Nix da. Der Fasching ist over. Müssen's warten bis Bayreuth. Ich möchte dazu auch noch ein paar wichtige Punkte und grundsätzliche Gedanken. Lassen Sie mich bitte meine... Wieso hauen denn immer alle ab, wenn ich anfange zu sprechen? Ich habe erstens Lösungen und zweitens eine schöne Stimme. Ich höre dir zu, mein Junge. Ja, du hast die Auffassungsgabe und wahrscheinlich auch die Intelligenz. Ach, und die braucht man? Mhm. Weißt du, was ich vor allem habe? Was, Frau Merkel? Keine Wahl. Ich glaube, wir verstehen uns auch deshalb so gut, weil ich nicht in deiner Partei bin. Hm. Sonst wäre ich vielleicht auch schon. Ach, eigentlich mobbe ich nur Fachleute. Aber ich habe mir eine hohe Anerkennung erwirkt. So? Bei wem denn? Fällt mir wieder ein. Ach. Aber wir haben gemeinsam schon große Aufgaben bewältigt. Ja, wir haben einen Bundespräsidenten erschaffen und eine Dudes-Brüderschaft. Das war unser Meisterstück. Chef! Chef! Ich hab da ein ganz gefährliches Individuum verhaftet. Ein Natuserschrecker. Ich sag immer, im Zweifel für den Angeklagten. Bei Ihnen heißt es doch eher in dubio pro parolo. Mensch, Eddie. Alte Spürnase, was hast du schon wieder ausgeschnüffelt? Geben Sie es zu, Sie haben aus niederen Beweggründen den Aufschwung abgewürgt. Und zwar Meuchlings, Chef, Meuchlings. Hier stehen Sie freiwillig, dann lassen wir Sie mit einfachem Rücktritt davonkommen. Hör doch mal auf jetzt, der Aufschwung was ist heißt spürbar. Was heißt denn da auf, geschweige denn Schwung? Sie schleichen doch im Schlafanzug durch die Zeitgeschichte. Ach, weißt du, man muss vor allem mal die Bosse respektieren. Und ich hab vor denen Respekt. Weil die mich gut finden. Weißt du, Eddie, ich häng gar nicht so am Job. Ich mach den, weil dich das ärgert. Sie haben zaghaft die kaltblütigen Reformen abgewürgt, Sie... Umgekehrt, Chef, umgekehrt. Sie haben die Reformen umgekehrt, Sie... kaltblütig die zaghaften. Sie haben zaghaftig die kalthaften Reformen... Erwin, was faselst du da immer? Geht was? Ohne Bayern, ohne die CSU geht es nicht in Deutschland. Aber ohne dich geht's überall auf der Welt. Und mit Rot-Grün geht es hinten und vorne nicht. Aber mit der CDU und mit der CSU geht es hinten und vorne. Und mit der Union, Chef. Und mit der Union, Chef. Vorne und hinten. Meinst du kriegst es noch hin? Und in jeder Beziehung, Chef. Und in jeder Beziehung. Ja. Hier kann doch gar nicht sein, dass ihr bei Pisa so weit vorne seid. Gib's zu, ihr habt geschummelt. Na Jungs, wie wär's denn mit einer prickelnden Waldmeisterbrause? Och Kinder, nee. Angie das Zwielicht und der fruchtlose Eddie, Herbstmeister und Winterkönigin. Bonjour Tristesse. Wenn sich der Guido noch in die Krippe legt, dann seid ihr eine richtig heilige Familie. In dem Fall würde ich dringend zu einem Vaterschaftstest raten. Mensch, Kinder, ich find's toll, dass es euch gibt. Was? Was? Ja, sonst hätte ich null Chance, nochmal zu gewinnen. Ihnen wird der Hochmut schon noch vergehen, Schröder. Es geht jetzt um die Rückbesinnung auf Anstand, Abendland, christliche Prägung, das hohe Niveau unserer Wertekultur. Ja, weil mir nämlich... Erwin!
Der weltweite Erfolg der CSU in der Welt, in Bayern und als drittgrößte Kraft im Deutschen Bundestag. Na, außer NATO und Warschau. Nein, Erwin! Ist nur möglich, weil wir geprägt sind von der Verankerung im moralischen Wertefundament als Vollmitglied im christlichen Wurzelgeflecht. Ja, das ist nämlich die geistig-moralische Kernbotschaft. Ja, Erwin. Ja. Verflochten im abendländischen Wertekanon, human geprägt in christlich-moralischer Wurzelkultur. Was für ein Dickicht. Ich glaube, ich stehe im Wald. Gewalt, Wald. Dieses Problem haben wir längst erledigt mit der Forstreform. Denn niemand liebt den Wald so sehr wie die CSU, meine Damen und meine Herren. Aber trotzdem wird sich der Wald fragen lassen müssen, was tust du in Sachen christlich geprägtes Abendland, meine Damen und meine Herren. Ja, genau, Chef. Wie denkst du dir das denn überhaupt, Wald? Du bildest ja nicht einmal Cluster. Was für Dinge? Ha, habe ich mir gedacht, Schröder, dass Sie mit diesen Fachbegriffen der modernen Politik nichts anzufangen können. Ich fordere Sie jetzt auf zur Verteidigung der abendländischen Moralprägung unseres Landes. Christlich-moralische Verteidigungsprägung. Prägungsverteidigung als verlässlicher Moralkompass im Geflecht abendländischer Wurzelwerte. Was? Wertewurzel. Ja. Hör dir mal auf mit dem ganzen Gehurzel, Mensch. Macht einen ja ganz rammdösig. Weißt du was, ich hab Lust auf ein Spielchen. Lass uns mal pokern. Du sollst doch eine Chance haben. Was haben Sie denn schon einzusetzen? Wenn ich verliere, kriegst du den ganzen Schotter. Ja, ja. Und ich bekenne mich schuldig. Was haben ich Sie? Ich hab die 3% Defizit europäisch erweitert. Das macht, warte mal, das ist doch sehr ordentlich, was? Oh, Chef, da kommen wir nicht drüber. Sie sind ja imstande und verzocken unser kulturelles Tafelsilber, unseren Nationalfeiertag. Genau, und schmeißen ihn dem Muslim in den Rachen. Wem gleich wieder? Dem, Muslim? Du, Eddie, wolltest du den Feiertag abschaffen und die Türken in die EU holen? Ich? Sie leiden ja wohl an Hirnrisseritis. Nein, Chef, da hat er jetzt schon auch recht. Was faselst du jetzt wieder, Erwin? Nein, weil Sie haben ja seinerzeit gesagt. Gesagt. Erwin, für dich gilt, was ich heute in Zukunft plane. Das ist deine gültige Jetztzeit. Wo war ich stehen geblieben? Das ist doch dein Problem. Du galoppierst hier auf der Stelle. Ach, schalten Sie doch ein. Erstmal um auf Galopp. Tja, Schröder, ohne Fleiß nützt auch die größte Intelligenz nichts. Ja, aber ohne beides geht's manchmal trotzdem. Ich will jetzt aber niemand schief angucken hier. Braucht jemand einen Bad Boy? Ich hab gerade Zeit. Ich spiel mit dem Eichel-Ass. Ich weiß, dass mit mir gespielt wird. Nee, sorry, Hans. Du und Ass, das ist Humbug. Eddie, was ist nun? Ich gehe aufs Ganze, ich setze meine Kandidatur. Jetzt haben Sie ihn. Wieso? Der blufft sogar beim Einsatz. Hieß das Bluff bei Ihnen im Osten? Los, Schröder, Hose runter, was haben Sie? Die Angie sagt, dein Einsatz ist Falschgeld. Was erlaubt sie sich? Sie? Nein, Chef, er spielt mit gezinkten Karten. Nein, Sie! Nein, Sie! Unverschämt! Moment! Alle vernichtet. Wir, nein, das waren die. Wer hat die Konjunktur zugrunde gerichtet? Wir, das waren alles die. Wir haben es total versiegt. Na gut, dann andersrum. Wer gibt uns Freizeitbildung und auch mehr Geld? Nur wir, die das schaffen sie.
Glück auf der Welt. Nur wir, und das Exklusiv, darum gehört uns auch der Sieg. Sie sind so entspannt, Herr Stoiber. Wie hat es Ihnen gefallen, Herr Ministerpräsident? Ja, durchwachsen würde ich sagen. Ich habe ja jetzt die letzten Jahre viele solcher Singspiele gesehen. Bisschen hat mir der rote Faden gefehlt, aber insgesamt natürlich von der schauspielerischen Leistung und von der Interpretation gut. Claudia, Sie sind avanciert zum Superstar, haben Sie es gemerkt? Ja, ich bin absolut betroffen und ganz glücklich und gar nicht traurig. Ganz viele Emotionen. Ganz viele Emotionen und ich bin halt doch die Gute. Sehr kritisch, sehr bissig. Ich finde, Sie werden kabarettistisch schärfer und das ist ja auch nur gut so. Es ist also nicht mehr das Spiel der Hofnarren, die bei Hofe wohl gelitten sind. Man hat diesmal kein Blatt vom Mund genommen, der Bruno sowieso nicht, aber auch das Spiel war eine relativ harte Sache. Harter Tobak fand ich sehr gut. Wer ist denn am übelsten erwischt worden? Ach, ich finde, Frau Hohlmeier möchte ich heute nicht sein. Sie lächelt immer noch. Ja, was soll sie machen? Frau Hohlmeier, wie war's? Ja, der Black bin ich geworden. Ja, das war, haben alle gesehen. Aber was im Bereich des Erträglichen, oder? Ja, klar, natürlich. Weil der Nockerberg ist zum Derblecken da. Nachdem ich heute die Darstellung von Claudia Roth gesehen habe, kann ich manches sehr viel besser verstehen und ertragen. Das heißt, das hat sogar als psychologische Aufklärungsarbeit zu leisten. Das war heute eine ganz wichtige Aufklärungsarbeit. Jetzt verstehe ich viel mehr, wie der Umgang von ihr mit Schröder ist und damit auch zu mir kommt. Sind Sie erleichtert, dass Sie gar nicht vorgekommen sind? Es ist mir völlig wurscht, weil ich ja in einem Alter bin, wo man sowas gut verträgt. Sie sind doch jünger als die meisten Politiker. Ja, wenn Sie vielleicht vom Alter reden, dann ja. Von der Erfahrung bin ich, denke ich, sehr viel älter wie die meisten Politiker. Frau Stoiber, Sie sind eine Frau mit einem großen Herzen. Wer tut Ihnen am meisten leid? Die Erwin Huber. Ich trage also die ganze Last dann auch des Nockerberg auf meinen Schultern für die gesamte Staatsregierung. Sie müssen starke Schulterpolster haben, Herr Huber. Ah, das hat der Niederbayer, ja. Der Niederbayer an sich scheint ein ganz besonderes Exemplar zu sein. Der Niederbayer, der ist ein Einzigartiger. Der ist, kommt aus einer großen Geschichte. Das ist gewachsen über Generationen. Also das Hinterkünftige, das Geistreiche, das Philosophische, das Staatstragende, das Baumstarke, das kommt alles aus Niederbayern. Das wäre das erste Mal, dass wir einen niederbayerischen Ministerpräsidenten hätten mit Ihnen, oder? Das wäre nur gut für Bayern. Thank you.